Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft mit dem Shadowx und mit dem... Genau. Also ich bin jetzt über den... Also ich habe jetzt den Ring bekommen. Ich habe den in Sangara da abgegeben. Hier ist der Ring. Genau. 640. So. Dann bin ich zurück zur Garnison, habe mir nochmal so einen schönen Trank gesnackt. Oder gekauft, eher gesagt. Und konnte dann mit dem Windreitmeister einfach ganz easy peasy... mich nach Nagran fliegen lassen, einmal ansprechen, der bringt uns dann einfach da unten hin und ich habe nicht mehr die Quests da unten abgegeben, ist nämlich egal. Wir machen nämlich jetzt hier gleich die Bonusziele, was jetzt aber Nagran glaube ich auch nur wirklich drei sind, oder? Oder wie viel sind das hier? Zwei sogar nur. Boah, das wäre irgendwie mies. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Weil dann würde ich sagen, what the fuck machen wir danach? Die Arena Quest. Ja, aber wird die mich so weit pushen? Wir werden es gleich sehen, ne? Also ich weiß es jetzt gerade nicht. So, hier müsste das erste Bonus-Ziel sein jetzt, oder? Ja, genau. Genau, die muss ich kaputt machen. Ja, stunt mich direkt. Gerade wieder mich sechs solche Wölfe haben mich gestalkt, ey. Wo ich hier auf dich gewartet habe. Oh, boah, wie nett. Gemein. Guck mal, siehst du, wie viele hier am Hang hängen, Junge? Das geht mir auch mit den Wölfen. Weißt du, was gerade ein bisschen... Ja, mich stört es jetzt nicht. Aber bei dir ist, wenn halt ja, das Pusten. Ich hab's vergessen. Ja, ja. Ich hab's vergessen. Ja, ja, nee. Ausmachen. Oh, du hast so schnell gesagt, oh, ich nehme jetzt auf. Ja, ja, ich habe mir schon gedacht, deswegen. Ja, ja. Es ist ja immer noch so warm. Boah. Auch so spät nachts. Ja. Mir ist auch warm. Ich weiß gar nicht, warum mir warm ist. Im Raum ist es kalt, nicht. Aber meine Körpertemperatur ist richtig schön krass hot, ey. Mir ist alles heiß. Meine Hände fühlen sich warm an. Oh ja. Hier, Lupus und Loopy Moopy. Boah, der wird aber mal mad. Oh mein Gott. Warte mal, in das Säckchen kommt man ja noch total binder dran, ne? Nur mit so einem komischen Gleiter hier in der Nähe. So. Wäre ich jetzt Hunter, wüsste ich, wie ich in den Wasserfall da hinten reinkäme. Ach, brauchst du nicht. Der große Pete. Oh ja, pass auf, gleich kommen die kleinen Petes. Pete der Junior. Ah, doch, das ist der kleine Pete. Peter. Der kleine Peter. Hast du auch einen kleinen Peter? Zack, weg ist er. Wie viele Wolfies musst du noch totern? Vier Wolfies brauche ich. So, und dann, na cool, dann ist das Ding ja direkt fertig. Jo. Aber weißt du, als Hunter ist ja noch... Ja, warte mal, als Hunter funktioniert doch Rückzug eigentlich im Wasser teilweise, oder? Ja, warum? Na nichts, weil irgendwie als Paler fühle ich mich irgendwie im Wasser immer so hilflos, so als ob ich da irgendwie 100 Jahre mal schwimmen müsste. Irgendwie mit Krieger kannst du auch rausjumpen. Als Schurke, naja, weiß nicht genau, da kannst du, wenn du verschwimmen hast, weißt du, kannst du theoretisch auch was machen. So, fertig. Oder? Ja. Wie viel Prozent hast du jetzt bekommen? Hab jetzt 28, ich hab bekommen, also... 20, oder? Durch pures Mob-Killen habe ich jetzt auch halt ein bisschen noch gemacht. Ja. So. Achso, hier chillt auch Hermit Nezingberry. Ah, ja, ja, genau. Ist ja nah gerade, ne? Ah ja, das chillt ja hier. Ja, weißt du denn jetzt, kannst du auf der Karte irgendwo sehen, wo das andere Bonusziel ist? Ja, ich, in der Tat, das kann ich. Im Süden oder was? Es ist oben. Kann es sein, dass es vielleicht unten im Süden eigentlich noch ein drittes gibt? Ich hätte im Süden ein drittes gesehen. So, wie sieht das jetzt aus mit diesen Items, die man hier sammeln kann? Da muss man irgendwie immer hier überall rumlaufen, ne? Ja, hier ist was. Is required for two treasures, so. Ja, das habe ich mal versucht. Da sind so mehrere Sachen, die du hier ganz nah ran sammeln musst. Kann ich das hier sammeln? Ja, ja, nimm. Siehst du's? Hier, da unten, direkt unter mir. Ach so, genau. Oh. Bringt ja auch nochmal Prozente, ne? Wie viel? Bringt gar nichts. Das hat mir gar keine XP gebraucht, leider. Voll gemein. Kackteil. Ja, schon, wir sollten auf dem Weg alles am besten looten. Unten ist hier irgendwo ein Rare. Links. Hier ist. Ah, da kommen wir nicht ran. Hier rechts ist so eine Feder, zeigt er mir an. Hier vorne irgendwo. Ja, das sind diese Parachutes, die es hier oben auf dem Berg gibt, um da zu den Sachen zu kommen. Also. Wenn du da siehst, zum Beispiel bei Handy Notes, gehst du auf eine Sache drauf, dann steht dann, bla bla, du brauchst den und den Gleiter im Süden zum Beispiel. Komm runter, es ist köstlich. Aua. Ach so, ach. Ja, ich weiß, welches Bonusziel das ist. Das ist das mit den komischen Leoparden-Mensch-Humanoiden-Dingern, bla. Korrekt. Das habe ich letztes Mal nämlich auch mit einem Mage gemacht. Kannst aber einen Chimär-Shot reinballern, ne? Puff, jo, tot. Puff, tot. Ja. Oder ein Aim-Shot. Wenn die 100% haben, ist der Crit höher oder irgendwie sowas. Hier ist ein Boss, den du, glaube ich, looten musst.
Hier ist eine Quest für mich, sehe ich gerade. Gucken mal eben kurz, was das ist. Das ist, glaube ich, irgendwie hier unten auf dem Boden so komische Schädel einsammeln. Irgendwie hier ist auch ein Rare, glaube ich, drin in dieser Höhle. Der da? Ja, weiß ich nicht genau. Gute Frage. Hey, scheiß Geister. So. Ja, schon befreie die mal, genau, die musst du genau, ja dafür als Bonus so. Und diese Schädel muss ich hier machen. So. Hier sind noch irgendwie unsichtbare Mobs. Mal gucken, hier ist noch so ein Schädel. Oder greife ich einer an? Warte, ja. Ich schieße den mal ab. Bam, haust du rein. Bist du mein Bodyguard? Oder sowas ähnliches. Ja, muss ja auf dich aufpassen. Der böse Grommasch, der wartet ja hier. Irgendwas kann man da auch links noch looten, zeigt er mir an. Hier ist ein Dagger oder so. Ja, ich glaube, hier drin ist ein Dagger. Ja. So, jetzt muss ich das gleich nur noch finden. So, Dagger. Irgendwie ist er, glaube ich, nicht hier. Dann ist er, glaube ich, doch oben. Das ist, glaube ich, oben. Das ist immer total verwirrend. Ja, da oben auf dem Ding da, toll, wie soll man da denn wieder hinkommen, ey? Alter, what the fuck? Da muss man oben über den Berg gehen, ey. Nee. Sowas ist mir viel zu stressig, ey. Ja, mir auch. Lass mal hier in die Höhle reingehen, da sind einfach noch Mobs und ich glaube, Schädel sind da auch noch drin. Ich habe letztens auch noch mit einem Magier hier Rare Mobs gefarmt für Garnisonsressourcen in ganz Nahrand, ey. Boah. Hm. Für Garnisons-Upgraden, ey. Aber vorher kannst du erst in Tanan-Dschungel Dailies machen und so, wenn du Garni auf Stufe 3 hast, ne? Mhm. Vorher kriegst du die Quest dafür nicht. Und das solltest du so schnell wie möglich halt machen, ne? Wegen Dailies und so. Ja. Und halt Schiffswerf bauen und sowas. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, damit habe ich die Dominanzstein-Quest mit Magier, bin ich jetzt schon zur Hälfte fertig in einer ID, ne? Mhm. Wenn ich Glück habe, schaffe ich in dieser ID das komplett fertig. Das heißt, in zwei IDs, bam. Brauchst du noch was hier? An Kills oder so? Ich muss noch Geister befreien. Zwei Stück jetzt. Ja, hier unten läuft einer so wild rum. Kannst du den anklicken? Aber ich mal an, ja. So, da hinten sind und noch welche am Baum. Fertig, oder? So, genau. Ich brauche jetzt noch einen Schädel. Einen einzigen Alter. Respawn die Schädel oder sind die fest? Die respawn auf jeden Fall. Okay. Hast du mal im Wasser hier geguckt? Oder warte, ich kille den da oben, dann kannst du da in die Höhle reingehen. Ah, hier ist ein Schädel. Ja. So. Guck mal da, warte, stopp. Ich glaube, der Mob ist jetzt gleich die Fortführung, oder? Ja, der war gerade für die, das Dings war, glaube ich. Das Bonus-Ziel war der. Ich kill den einfach. Ja, genau. Kann auch sein. Dell. Okay. Ne, wohin jetzt eigentlich? Haben wir es dann hier? Ja. Ja, ich würde dann zum Ring der Prüfung gehen und erstmal eben die Arena-Quest machen, oder? Jo, alles klar. Wie viel Prozent hast du jetzt? 47. Pff. Ja, siehst du, geht doch. Ja, es ist schon was, auf jeden Fall. Wenn ich bedenke, dass ich in einem halben Level schon wieder 100 bin, dann ist das echt schon eine schöne Sache. Ja, Nahrand geht eigentlich recht schnell, also auch wenn du es alleine machst, vom Questen her und alles, ist es eigentlich ganz gut. Mhm. So, Leute, und ich muss mal überlegen, was ich jetzt als fortführenden Part so als erstes zeigen werde. Ich muss jetzt mal gucken, überlegen. Weil die ganze Prozedur nach Level 100 will ich jetzt nicht zeigen. Also, aber ich habe vorgenommen, dass wir wenigstens jede Inni mythisch mal aufgenommen haben, eigentlich. Ich habe ja schon mal ein, zwei gemacht, aber wir können ja gerne nochmal aufnehmen. Okay, alles klar. Du willst sicherlich auch für deinen eigenen Channel nur noch was haben, ne? Ja, dann. Genau. Kannst du hier was annehmen irgendwo? Warte mal. Müsste es hier oder da irgendwo? Ich glaube hier eigentlich. Bei irgendeinem Goblin. Meinst? Ah ja, warte, hier da vorne. Das ist aber eine Tuse. Das ist ja, das ist irgendwas richtig. Anderes. Da singen wir Safari. Das hört sich nicht gut an. Nee. Kann sein, dass du erst die Anfangs die Prequest nach Warwa machen sollst. Dann lass ich mal gucken, ob im Süden so ein Bonusziel ist, oder? Mhm. Hier kann ich leider nichts annehmen. Aber hier ist irgendwie so ein. Oh, scheiße, was hab ich gemacht. Hier kann ich Garnisonsressourcen einsammeln. Take. Warte mal. Ja, da Take Explorer. Ja, oh mein Gott. Ja, ist total doof. Ich glaube, ist der Rare da? Ich glaube, ich habe den gerade auf. Yo, der ist da. Ich höre.
Er droppt eine intelligent Faustwaffe, yeah. Geil. Lohnt sich ja richtig. Richtig nice. Not. So. Ein Schimärsch und bam, 50% weg, Alter. Alter. Boah, guck mal, episch, 614, boah. Wow. Der hat mir einfach nur 200 XP gegeben, also überhaupt gar nichts. Ja, irgendwie. Ne, die Rares, die bringen hier nichts an XP, das, die lohnen sich nur für die Garni-Ressourcen und für das, ja, aber wenn Item. Wenn du normalen Mob killst, krieg ich 400 XP, weißt du? Also nach 100 Mobs wäre ich theoretisch Level up. Ach komm, ey. Also okay, ein bisschen mehr. Nach 110 Mobs wäre ich Level up. Korrigier mich. Ja, wir gucken, wie gesagt, unten. Oder 110, was laber ich? 100 mal 400 sind noch 100.000, also 40.000. Ah. Warte, was? Stopp. 10 mal 400 sind 4.000, so. 400 mal 100 sind 40.000, ne? Oder? Keine Ahnung, frag mich jetzt gerade. Boah, Junge, es ist schon spät, Alter, das ist, keine Ahnung. Nachdenken, logisches Denken. Denk mir aber gerade, what the fuck, einfach nur. Warte, nee, das nervt mich jetzt. Dann Trinket. Ach, Daniel, ist doch egal. Nein, das sind, glaube ich, Dings. Nee, ist, boah, Alter. Boah, schon wieder Epic, was, Alter, Junge. Was habe ich denn gerade für eine Scheiße erzählt? Junge, ich muss 1000 Mobs killen, damit ich Level Up bin. Ja, wollte ich auch sagen, das wäre ein bisschen... Junge, Junge, Junge. Nee, nee, nee. 1000 Mobs. Boah, geil, Epic. Hast du auch Epic gekriegt? Ja, Tempo, Junge, das... Ja, das bewegt halt drauf. Das war ein Agi-Frog, aber egal. Aber dein, ich glaube, du hast bestimmt kein besseres, oder? Oh. Hm. Ja, ich würde so einfach austauschen. Auch wenn es ein Agi-Prog ist. Agi bringt dir zwar nicht viel, aber ein bisschen was halt. Mehr als das, was du hast. Joa. Scheiße, wo laufen wir eigentlich hin? Wir müssen warte, da warte, warte. Ich sollte eigentlich anfangen, Sachen aufzusammeln oder so. Warte, da hinten, was brauche ich dafür? Ja, warte, dann... Ah, combine with other shit, fuck, ey. Ja, das ist wieder das Gleiche, was du da oben, diese Spule gesammelt hast. Plan. Was ist das da oben? Kann ich das wenigstens einsammeln? Boah, ich glaube, das hier das oben kann ich nicht einsammeln. Können. Und wehe, das ist schon wieder was, wofür ich nichts kriege, ey. Dann krieg ich Kotzen. So, das Ding ist... Muss wieder gucken, ey. Ich glaube, das hängt hier bestimmt am Baum irgendwo. Ja, ich hab's gefunden, hier hängt das. Ach da, lol. Ah. Und wie viel? 19k. Ist doch schon mal was, ne? Ja, immerhin. Dann lass mal da, ich sehe ganz viele Sachen hier auf der Karte, dann lass die erstmal alle klauen. Hier, ne? Da vorne ist irgendwie eine Waffe oder so. Einhand-Axt. Wobei, du hast ja eh die Ack-Einhand, also Ack-Einhand. Ah, ne, da nicht runterspringen. Nicht runter, nicht. Das ist irgendwie nicht da, da musst du ein bestimmtes Gebiet hier durchgequestet haben, glaube ich. Wo ich letztes Mal hier war, war das auch nicht da. Haben wir noch okay, das ist hier wahrscheinlich unter uns, hier das ja, andere Ding. Ja, ne, lass da nicht runtergehen, das lohnt sich nicht. Na, also wenn du hier genauso. Gar nicht gequestet hast, kriegst du da nichts. Das habe ich damals im Krieg auch gesucht. Ja, machen die hier. Machen die einfach hier total die Nagrand-Tour einfach. Ja, Tour de Nagrand. Hast du NPC-Scan? Ja. Ah. Wow, oh. Einer-Axt. Krasser Stuff. Sollen wir mal kurz gucken. Oh ne, ich sehe es nur, wenn ich Leswasche gehe mit gar nicht so ach, was in der Cave. Ach, ich sehe da hinten aber das jo, Bonus-Ziel. Ja, los, auf dahin. Ah, ich glaube, hier gibt es echt nur drei oder so. Ich glaube, Nagern war nicht viel. Ich glaube, unten rechts ist noch eins. Konnte man, da kann ich links eine Quest annehmen, Angriffsbenedex, Kriegshim. Ja, kann ich auch, aber hier ist eine Kiste noch. Da hinten ist wieder ein Rare irgendwo. Jo, dann lass ich noch umklatschen. So, die Kiste ist cool, wenn die mir XP bringt. Die bringt mir XP natürlich. Coole nice. Kiste. Coole Kiste. Yo! Ob der Trinket, Multi-Strike und Wolf-Proc. Hä, wo ist der Eingang? Hier, lol. Ding. Wie lange geht dein Trank noch mit XP? Ah, 19 Minuten noch. Okay. Ja. Hab schon wieder ein Trinket bekommen. Epic. Ja, ich, ja. Epic, ja, nice. Alter, die Mobs hauen ja aber rein, ey. Junge, Junge, Junge. Ja, ich geb dir einfach einen Hand auflegen. Ja, weil sonst sind wir gleich. Wie viel Prozent hast du jetzt, Daniel? Jetzt 53 gerade im Moment. Ah, dann musst du auch gucken, wenn du gleich kurz vor Level Up bist und dann der Trank ist ausläuft, dann verkauf den einen lieber wieder. Dann kriegst du 100 Ressourcen wieder zurück, ne? Hm.
Achso, warte mal, ist das auch so ein Item, was hier Dings. What? Man kann den einfach wieder verkaufen? Bist du eigentlich innerhalb einer Stunde verkaufbar wieder sein? Nee, so ein Item ist es nicht. Nicht? Ah, schade. Okay. Warte mal gucken, kann ich da hinten was looten? Bestimmt, oder? Hier müsste das sein. Da unten. Ich laufe mal rückwärts runter, sonst läuft man zu weit. Ich wollte gerade erst abmounten, hab ich auch gerade nur gedacht. Na, weil wir kennen diese Scheiße, weißt du? Dass man einfach so nach vorne fliegt, weißt du? Ja, zu viel einfach. It's not good. Ach da, ja. Sogar, hier gibt's irgendwie rumherum irgendwie auch noch hier irgendwie so diverse Stuff. Oder den können wir noch hier nehmen. Hier oben, genau, da wollte ich auch gerade. Ja, hast du ja bestimmt auch tausendmal gesagt, ne? Wenn man am Leveln ist, Handy Notes ist echt ein gutes Add-on, um extra WXP zu machen, ne? Und boah. Besonders wenn man halt erholt ist, ne? So wie du, dann level up. Joa, dann mit 15% mehr. Ah, da, das sieht. Die leuchti, leuchti. Oh, hast du das? Ach so, ah. Ey, bei einem Item habe ich mir echt wirklich gefragt, wer zum Teufel soll das finden? Das war in so einem Wasser, so ein Ring, den du nicht mal, den du kaum anklicken kannst, Alter. Ja, ich hab einfach nur gedacht, what the fuck, Alter? Wie soll man. Ich weiß direkt, welchen du meinst. Alter, ich hab einfach nur gedacht, krass, einfach nur krass. Ich hab das auch bei so einem Gift-Ding irgendwo in Spitze von Arak, da war Gift und dann guck ich so, ich hab glaube ich 5 Minuten da gestanden. Ich so, Philipp hat da gewartet, ich so, ich muss es jetzt haben. Ne? 5 Minuten hab ich da rumgestanden, bis es dann eigentlich so eine Mini-Fiole stand auf der Hinterseite. Da dachte ich so, boah, Alter, ey. Weißt du, ohne Addon nie im Leben. Es ist so krass einfach. So, hier sind zwei Sachen aneinandergereiht, oder? Da unten. Ja, hier so ein Kristall. Und da sogar noch ein Rare-Mob. Warte mal, kannst du mal das Ding kaputt schießen? Oder die. Oh, wo habe ich die denn hergeholt? Ja, das würde ich mir auch mal gerne. Ich auch nur. War da kurz nur in the bush und dann waren die da. Urschuhen-Fragmente. Oh, ein Heiler. Den kannst du ja nicht heilen, Daniel. Aber du spielst ja bestimmt Heal-Parler, oder? Ja, natürlich. Aber ich finde es eigentlich voll cool, dass dieses Oshogun hier eigentlich auch da ist, weißt du, was auch in der Schermwelt da ist. Ja. Aber da, ja, das ist ja hier, ne? Naja, hier sind ja diese anderen Dinger da, diese, wie soll ich die nennen? Neta-Stalker? Ja, genau. Exosprinzen. Genau. Ja, ich weiß, wie du meinst. Das ist echt cool. Wie gesagt, wenn man sieht auch immer schon die Ähnlichkeiten hier. Ist ja auch logisch. Wäre doof, wenn nicht, ne? Ja, dann wäre es ja. Keine Ahnung. Lol. Haustier? Lol. Soll das Haustier bekommen? Achso, ja, stimmt. Warte mal, erstmal lernen. Wo ist das denn? Ich sehe das nicht da. So. Hier sind nochmal zwei Sachen. Ja, wir können nur eine nehmen. Wir können nur eine nehmen. Wieso? Und dann brauchen wir wieder den Gleiter. Achso, das hier nur kann man nehmen, ne? Ja, das ist ein. Hier ist das, glaube ich. Das da, ja. Ich glaube, du musst jetzt eben nochmal draufklicken. Ich hab's bekommen. Echt? Ich hab's auch bekommen. Ich hab auch gerade gedacht, ich so, ah, oder ein muss nochmal klicken und du klickst nicht und so, läuft. Dann machen wir da Bonus hier da unten noch. Wie viel Prozent hast du hier? 65. Oh, siehst du, das lohnt sich halt. Kleinvieh macht Misch, ne? Lass mal kurz den Strand entlang laufen, da kann noch ein Rare sein. Ja. Aber wie gesagt, jede Garni-Ressource kannst du echt gebrauchen. Das Stufe 3 Upgrade der Garni kostet 2000 Garnisonsressourcen. Ja. Da habe ich 3 Stunden lang mit meinem Magier Rares und Kisten und allen Scheiß gefarmt. Nicht da, ne? Egal. Aber ich weiß noch, hier am Hafen, da habe ich diese Rüstungsteile von der Eisernen Horde gefarmt, ey. Boah. Das ist cool. 100er Mobs hier? 99 sind die doch. Ah, okay, dann. Sonst könnten sie nämlich Random Epics vielleicht droppen. Ey, 100 Mobs droppen ja Random Epics. Irgendwas war hier mal richtig beschissen, irgendwie hier dran oder so. Oder irgendwo anders. Wir haben doch hier zusammen. Haben wir nicht zusammen hier sogar mal gefarmt, meine ich? Ist grad nicht sicher. Ob wir es eigentlich alles machen? Was töten? Hier, irgendwas war mit dem Kommandant. Irgendwas war hier richtig behindert mit irgendeinem NPC, der irgendwie ganze Zeit irgendwie auf irgendwie so ein Ding drauf war und irgendwie ganze Zeit irgendwie geschrien hat, aber der Penner wollte nie runterkommen oder spawnen oder irgendwas. Ja, ich glaube, ich weiß, was, irgendwo da hinten. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Guck, der schreit da schon. Also, Junge, ich weiß nicht. Irgendwas war hier echt scheiße dran. Sag mal, da ist einer. Ich weiß aber nicht, ob das First World Problems waren, also zu Release. Ja, da weiß man ja nie, ne? Müssen wir auf das Schiff, müssen wir drauf den Pirate töten. Da kriegst du übrigens ein Spielzeug, wo du dich in so einen Piraten verwandeln kannst, ne? Oh.
Oh, Johnny. Ja. Ich kann mich auch jetzt schon zum Pirate machen. Aber nicht zum Orc Pirate. Indeed. Man muss doch so Dinger. Hä? Kisten looten? Oh, wow, wow, wow. Muss ich auch? Viele Kisten. Ich höre, das Bonus-Ziel mit dem Hunter sogar selbst nicht mal gemacht. Sehr frech. Ist ja auch am Arsch der Welt, das Bonus-Ziel. Ich hab das jetzt auch nur einmal gemacht. Ich hab das, glaube ich, jetzt mal das erste Mal, glaube ich. Das habe ich damals mit dem Krieger mal gemacht, nebenbei, weil ich hier wieder die Rüstungsteile gefarmt habe für das Style Gear. Und dass wir den Pirate eben tot machen da hinten. Auch die Minen tun weh, ne? Glaube ich zumindest. Warte mal, ich will mal in eine reinschwimmen, mal gucken. Oh ja. Aua, 18.000, das tut so weh. Aua, 14.000. Oh mein rein. Gott. Gehst gleich ich, geh da durch. Puh, kaputt. Boom, tot. Ich will sie versuchen. Und lustig, ey, ein Schurke kann die einfach entschärfen mit Rechtsklick. Toll. Guck mal, wie der Richtspruch eigentlich aussieht, wenn man Dings ist untot. Auch wenn du das auf untote Mobs drauf machst oder die, die halt so transparent sind, so diesen Style haben, dann sieht das immer so richtig komisch aus. Da braucht irgendwie nur zwei von den Dingern. Lass mal weg hier gehen. Wir müssen den Kommandanten da hinten nämlich noch umbringen, der ist ja oben in der Burg, glaube ich, drin. Ja. Aber wir müssen noch Kisten kaputt machen. Kriegst du die eigentlich mit, wenn ich die kaputt mache? Ja, ich habe 5 Stück schon. Ah, okay. Los, hoch hier. Leuchtet auch wie ein Weihnachtsbaum, der das Ding, ne? Alter! Muss auch passen, wenn du hochkommst. Der hat gerade einfach Auto laufen gemacht nach links, ey. Boah. Ich wäre fast wieder runtergefallen. Einfach alles kaputt machen. Kaputt machen! Kaputt! Ratsquatsch! So sieht das aus. Oh Mann. 11 von 12. Haben wir das auch ready? Ja. Ein Örkikus noch, den knall ich da ab. Bam. Na, ich glaube, du musst auf dem Weg sowieso noch welche töten. Ah, who knows on trouble? Ich glaube schon, aber egal. Müssen wir links nämlich hoch in dieses hässliche Gebäude rein. Oh ja, da weiß ich noch, hier die ganzen Mobs, ey, boah, die kill ich einfach alle, die bringen ja XP. Oh, Alter. Ja, ich mit dem Krieger damals mit Robocopter, Alter, mit allen CDs, sonst wäre ich gestorben immer. Habe ich eigentlich eine Fähigkeit für das Gebiet? Ne. Ich habe noch nicht mal hier die Pre-Quest gemacht bis zum ersten Haus, ne? Diese, wo man diesen sich zwischen dem Panzer und dem Wolf entscheiden kann. Oh. Ich fand, der Wolf war doch als Range immer voll cool, oh, Alter. Ja, auch als Melee. Auch nice. Einfach die ganze immer Infight, alles looten und so. Aber als Hunter? Richtig nice, ey. Naja, das aber ging ja voll ab. Ich hatte das die ganze Zeit nicht so. Ey, Johnny, guck mal, wie cool das ist. Woo! Kann man nicht sogar dann im Laufen casten? Ja, so? Du kannst voll viel Bullshit machen. Ich glaube, man konnte wirklich. Nice. Ich glaube, man konnte echt im Laufen casten sogar dann. Das ist echt so krass gewesen. Kann man das jetzt hier irgendwo auch was looten? Hier ist irgendwo lootable. Ich glaube, hier oben, oder? I don't know. Lass mal den Boss umhauen. Aber auf der anderen Seite von der Festung hier, glaube ich. Es war echt, glaube ich, zu Release, als ich das gemacht habe. Weil das war voll scheiße hier eigentlich. Oh, geil! Ah, das muss ich, glaube ich, noch machen für den Pfadfinder, das Bonusziel, fällt mir gerade auf. Für den Pfadfinder musst du ja alle Bonusziele machen, alle jeden Kack hier halt machen, ne? Ich habe 84%. Nice. Ja, wir müssen doch unten rein für das Ding. Dann werden natürlich, da musst du gleich eben kurz. Oder warte mal, ich glaube, lass uns mal gucken, ob es noch ein drittes Bonusziel hier gibt. Hä? Wenn das nicht gibt, dann. Wieso? Nein, wir haben ja noch ein Achievement gekriegt. Schieß unten die aufgelisteten Bonusziele ab. Also es gibt nur 3 hier. Ach so, waren das alle? Ja. Deswegen haben wir ein Achievement bekommen. Hab das nicht nur ich gekriegt? Aber wir haben doch nur. Wir haben. Ach doch, wir haben 3 gemacht, ne? Naja. Oh nö. Ich wäre so gerne Millionär.
Oh, Daniel, wie viel? 1000 Gold. Du wüsstest, wie viel ich Yeah. schon gelootet habe. Ja, ich habe das 200.000 Gold Achievement habe ich schon. Glaube, das hab nicht mal ich. Nee, ich hab Mist. nur 100k. Und das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich weiß nicht, wie viel ich insgesamt schon hätte. Hey, ist das nicht hier unten? Das Kistchen? Oder wo kommen die denn alle noch her? Da würde ich sagen, dann gehen wir mal wieder zum Eingang und dann fängst du die Pre-Quest hier halt für an, ne? Bis wir dann hoffentlich die Arena-Quest machen können. Die Arena-Quest und dann müsste es ja Level 100 sein. Hoffe ich mal. Durch diese paar Mobs, also jetzt nicht durch die allgemein, aber ich habe ja gerade, ich hab, bin fünf, hab 85%, jetzt habe ich schon 87. Ja, das ist schon. Ja, eigentlich können wir auch hier bleiben und ich zeig dich eben hoch. Sind doch eigentlich genug Mobs, oder nicht? Ja, Gerade wenn da hinten schon. wieder der Pool, die ganzen Mobs da wieder respawnen. Geil, entkommt einfach ihr Kackmobs, Ja, ey. Dreckmob. Jetzt habe Wir ich aber müssen, schon wenn. 88. Ja, deswegen, wenn ich hier einfach jetzt wieder alles pull. Ja, aber ich habe doch da gerade im Gebäude noch was gelootet. Hast du unten gerade eigentlich was gelootet? Nein, das ist glaube ich oben irgendwo. Ach, da oben auf dem Fels bestimmt wieder. Ach, seriously, ey. Bestimmt. Ich sehe da oben wieder irgendwie sowas. Jetzt zergen wir mich irgendwie so So mit Ach und Krach irgendwie Oldschool-Style-Grinding, auf weißt Max, ey. du? Hauptsache nichts tun, ne? Junge, ich weiß noch ganz genau, wo Sebastian früher, damals mal irgendwie einer seiner ersten Chars, beziehungsweise seinen zweiten Char damals in Classic auf 60 gezogen hat, ne? Auch in Silithus, ne? Da waren seine Kollegen auch dabei, weißt du, die haben denen dann geholfen, die ganzen Mobs einfach umzuklatschen. Da waren auch irgendwie diese Orks da, diese Kultisten und so ein Bullshit da. Ja, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich. So die ganze Zeit am Abfarmen und dies und das, ey, meine Ich Fresse. mountet mich direkt wieder ab, ihr Drecksmobs, Sag mal, wie Alter. fandest du eigentlich jetzt im WoW eigentlich Naga an sich? Pff, mir sind die eigentlich Wumpe, warum? Ich weiß nicht, weil ich habe letztes Mal so gedacht, so ich hätte mal wieder gern nicht ein Add-on darüber, aber ein Content über Nagas eigentlich, sau gern. Ja, mir waren die eigentlich egal. Wir hier, Feuerland hatten wir ja einen Nager als Boss, ne? Na. Dennox. Ich meine so generell irgendwas wieder mit den Nagas oder so, keine Ahnung, fände ich halt irgendwie cool. Nager als neue WoW-Rasse. Ah, das vielleicht nicht, aber. Nagas und Murlocs. Oder nicht? Klar, why not? Das ist dann die Neutralklasse, Ja, damit die wieder auswählen kann zwischen Links und Panda, ne? weißt Ogre fände ich geil. Ogre und die Allianz da kriegen die Arokas, weißt du? du? Oder nicht? Klar, können wir haben. Haben wir für alles diese ganzen Animationen. Ich habe halt Naja, dieses Ogre hat Ding, wo ja du dich alles, ja. verwandeln kannst. Und Ogre hat Ogre und Arokas halt auch, ne? Naja. Sogar Essanimation, Tanzanimation haben die Arokas alles halt, ne? Der Ja. Ogre, das wäre richtig. Ich würde mir direkt einen Ogre machen, ey. Ogre, der Krieger, ne? Ah. So wie, lol, ich hab den Boss von oben gepult mit Speerfeuer. Ah. Oh, Ach, guck mal, die sind schon wieder Speerfeuer. da. What the fuck? Ja. Wie viel Prozent hast du jetzt? 90. Boah, hier läuft so jetzt mehr. Egal. Na, ich hätte auch gedacht, ich hätte mehr. Lol, guck mal, die ganze Zeit hier wiederkommen, what the fuck? Ja, so muss das sein. So muss das zu Release sein, weißt du? Oder im Nice. Daily Quest Gebiet, ey, boah. Immer noch 90%, what the hell, Wollen wir doch lieber das Dings machen? ey. Ja, Oh, ich bin so unentschlossen. bis wir gleich einfach seit watscheln. Und noch mehr watscheln, Johnny. Ich weiß. Genau, das ist einfach so ein Krampf, weißt du, die Leute, die wollen uns lieber zuhören, aber wie wir Ja, Bullshit wir. labern, weißt du? Die kommen schon zurecht damit, dass wir hier nur sinnlos Mobs Ja. catchen. Hoffe ich Eigentlich müsstest du jetzt zumindest. so Stopp machen und einfach Speed Motion, weißt Ja, du? so drrr, puff. Fertig. Ach ja. Kann er doch hochkommen. Das will ich mal ausprobieren. Ah, man kann bestimmt von der Burg da oben hochspringen, Daniel. Mal gucken. Wie da vom Rand aus da drauf Weiß ich oder? nicht. Nein, Ja, warte ich will mal. mal gucken. You sure? Doch nicht, oder?
Das wird wieder ganz gemein. Es ist außenrum wieder auf die Berge hoch. Nee. Also, scheiß drauf. Jo. Wieder runter in die Judestube. Einer rennt, ganz einer respawn oder was? Ja, ich hab mir auch halt gedacht, nur warum der? Ich glaube, wenn der die tot ist, dann kommen jetzt gleich einfach die anderen. Guck, da kommt schon der nächste jetzt rechts. Bang. Voll in die Fresse. Na, wo bleiben die nächsten jetzt? Ach, da ist der. Mal den da hinten ab. Hey, der schießt einfach auf mich. Ist aber frech. Hast den Boss wieder gepolt. Guck mal, der will einen Stein auf uns schmeißen. Hast du gesehen? Voll so. Ich bin Harry Potter und er hat mich mit einem Stein beworfen. Wie viel Prozent hast du jetzt? Sag mal bitte 92. Bestimmt fast 92. Hast du 91? Ich schwör's dir. Alter, das dauert 10 Jahre. Ich weiß. Lass dir lieber irgendwelche Sachen auf dem Boden looten, das geht schneller, ey. Ich glaube auch. Aber wo looten wir? Ja, das sieht gut aus. Da hinten. Aber Karte, da sind 2-3 Sachen auf einmal. Ah, wo denn? Was hast du gedacht? Ja, so rechts unten, so Mitte, so, weißt du? Unter Ring der Prüfung, da sind so 4-5 Sachen, weißt du? Okay. Oder siehst du den nicht? Ja, doch, doch. Ja, das könnte man eventuell machen. Dachte jetzt gerade, ey, so, weißt du, also, das ist natürlich ein bisschen dauert, klar, aber so lange, ey. Hab ich jetzt auch nicht erwartet. Hab auch gedacht, es wird vielleicht ein bisschen schneller gehen. Hast du den Flugpunkt hier unten eigentlich angenommen? Nö, weiß ich gar nicht. Habe ich, glaube ich, selber nicht mal angenommen. Den habe ich selber nicht mal. Was liegt an? Mit meiner coolen Feder. Sollen wir nicht zum Ring fliegen? Einfach? Kannst du deinen fliegen? Ja. Ja, dann. Ich hab den Punkt doch gerade angenommen. Auf da hinten. Oh, muss ja einen kurzen Stück trinken, Alter. Mein Hals ist so derbst und dry, Alter. Oh, wir sind jetzt eigentlich bei 32 Minuten, aber irgendwie will ich darauf kacken. Einfach kacken. Und das aber jetzt bis zum Schluss durchziehen. Wir haben ja nicht mehr viel. Naja, das müsste jetzt eigentlich schnell gehen. Helikus, Bananikus, ne? What the hell, wir haben gleich 3 Uhr. Natürlich 3 Uhr mittags, ne? Ja, 3 Uhr mittags. Und wobei Titan Panel steht bei mir 2:06:05 AM. Ja, bei mir kann man es nicht sehen bei 11 Uhr. Das könnte auch 2 Uhr mittags sein. Boah, dann würde er, glaube ich, 14 Uhr stehen. Ja, nein, du hast Dings anderes Zeitformat. Ja, genau, ganz genau. Ich habe AM und PM, da steht er zwar nicht hinter, aber. Ach, scheiße, ey. Ach, so kann ich meinen Kalender auch öffnen, lol, wusste ich gar nicht. Wenn ich auf meine Zeit gehe und dann links, also klingt, ich habe immer mit /Kalender aufgemacht. Lol, bin ich doof. /Kalender funktioniert auch? Ja, aber. Ich dachte, bei FUI hätten sie den Kalender, den Button einfach weggemacht, weißt du? Aber nö, einfach Linksklick. Tobanga nö. Tobanga nö. Scheiße, da kann man eine Sache einsammeln. Nee, warte mal, das ist nur der Rare. Da brauchst du nicht wieder einen Gleiter? Ja. Für den anderen super. Aber den Rare machen wir eben. Ja, toll. Ja, schinken oder gar nicht, weißt du? Oder so, beziehst du erstmal eine Stampede, Alter. Der wird richtig geknechtet. Ich denke gerade bei den Mobs. Was sind das denn ja nicht für Mobs, Alter? Haben wir ganz keine Ahnung, wo die herkommen, Alter. Ups. Der hat auch seine Stampede gezogen. Ach, scheiße. Oder der Stab, Alter, der geht ja mal richtig ab, ey, Junge. Oh, Junge, Alter, das ist der Stab von Malrock. Lass mal erst kurz hier links hoch. Boah, der ist voll hässlich. Dann jumpen wir gleich runter. Der ist voll hässlich, der Stab. Der ist richtig hässlich. Hässlich, weißt du? Du hast so viele hässliche Sachen. Hässliche Sachen. So, jetzt, ich glaube, wir mussten, wenn ich mich entsinne, hier irgendwie hoch. Und wie war es vorhin im immergrünen Flow?
Boah, ganz gechillt. Ja, weil ihr wart einfach richtig im Flow, habt ihr so richtig harmoniert miteinander. Keine Problems. Ja, also ich Hab den Tank, der fand ihn so geil, dass er, wir haben ja eine Indie gemacht und da wollte er noch eine machen. Und dann haben wir, die hat immer grüne Flow gemacht. Kommt man hier hoch? Ich weiß gerade nicht. Hier, na okay. Hier. Verdammt scheiße. Und dann haben wir halt noch eine gemacht, ne? Und dann, lol, ich hab den Map, lol, ich hab den Ramp hier mal rausgecheatet, Daniel. Normalerweise kriegst du... Ey, voll der Wichser! Voll der Wichser! Hat er dich auch runtergekickt? Ja! Was ist das denn für einer? Alter! Ja, und wir sollten noch einer machen, aber da hab ich gesagt, nee. Warte mal, der, nicht töten, der soll runterkommen, sonst können wir ihn da nicht looten. Tobanga nö, Tobanga nö. Hallo? Ah. Sieht schon besser aus. Ja, hier kann ich den looten, ja. Boah, der stammt mir noch so an, ey. Boah, guck mal, mehrfach stark an den Reiz überfügen über eine Chance 10 Sekunden lang 472 Int. Wow. So, wo müssen wir jetzt hier den Kack eigentlich machen? Hier vorne? Hier ist ganz viel Stuff, ey. Da ist so ein, ey, da ist so ein Gleiter hier oben. Vielleicht können wir. Lass mal wieder hier. Wo war der Berg jetzt, wo wir hoch konnten? Ja, fuck, Alter. Ja, hier vorne bei hier, dir da. Hier vorne war das, genau. Tobanga, dann können wir ein paar Sachen looten und dann können wir einen Gleiter nehmen und zu irgendeinem Ding fliegen. Läuft jetzt die Höhle auf oder was? Lolz. Aber warte mal, du kommst glaube ich jetzt nicht dahin, wo ich hin will. Wenn ich mich jetzt so mache, dann. Ja. Ach, scheiße. Kann man das nicht, kann man nicht hier drum gehen? Ich glaube vorne rum kann man. Ich glaube, man kann vorne einfach rumgehen, warte mal. Irgendwo kommt man auf jeden Fall hoch, den Berg kenne ich hier. Ja. Ach, hier einfach, Daniel. Oder? Alter Mann. Mach mal keinen Scheiß hier. Warte, ich guck gerade, ich glaube hier kommen wir hoch. Ich will fertig werden. Das sieht gut aus, denn hier kommt zu mir, kommt zu mir. Wieder. Ja, hey, ich sehe dieses komische Item. Ja, hier sind Fahnen. Ich sehe das Item. Nein, ich sehe das Lootable. Ja, dann holst du hier. Ja, wenn ich wüsste, wie ich da hinkomme. Ich guck mal eben. Ich glaub so. Jo, ich hab einen Gleiter, wenn ich will. Scheiße, ich glaube, man kommt da nur mit dem Gleiter ran. Tobanga nö, Tobanga nö. Ja, anders komme ich da bestimmt nicht hin. Fuck. Hey, wo hast du den Gleiter jetzt gesehen? Hä, Johnson? Ich hab einen. Du musst einfach da genau und dann siehst du so komische Flaggen, oder nicht? Einfach den Flaggen hinterher. Und dann aber da rechts gleich runterspringen. Soll ich nochmal runterkommen oder siehst du es? Ich sehe Flaggen gerade, ja. Lauf da einfach hoch und dann siehst du da den ersten, also wenn du ganz oben bist, siehst du den ersten Gleiter, den du halt anklicken kannst. Genau, und dann benutzt den, flieg nach rechts eben zum Runter und wir gehen zum anderen hier oben hoch. Kannst auch einfach den Berg runterlaufen, wenn du nicht... Warte mal, was soll ich jetzt mit dem Gleiter machen? Komm einfach zu mir runter, spring den Berg einfach runter. Ach ja, fuck, man muss das Ding ja so lenken. Junge. In meinem Leben bis jetzt das zweite Mal ist mir so ein Gleitding geflogen. Vorher noch nie, Alter. Lol. Jedes Mal bin ich über die Steuerung verdings. Aber nur lol. Mal kurz gucken hier. Oh, Hilfe. Boah. Irgendwo hier liegt irgendwas. Oder? Auch schlechter unten in der Höhle, ne, kein Bock. Boah, da guck mal hier. Oh, nicht runterfallen. Dann müssen wir uns ein Ding raussuchen, wo wir hinfliegen, ne, Daniel? Alter, das ist doch voll behindert. So, einfach rechts hier, wir fliegen da rechts auf den Dings. Auf den Turm. Hui! Ist das da? Ja, da ist eins. Aber nicht auf dem Dach landen, ne? Ja, wie soll ich denn sonst noch anders landen? Ja, noch ein bisschen links, rechts und dann, also nicht oben drauf halt, meine ich. Das ist echt zum Scheitern verurteilt bei mir. Ach, ich glaube an dich, Daniel, siehst du. Kiste. Ich will Philipp damit sehen, ey. Nö. Nö. Tobanga, also, nö. Ja, so. Hui. Ja, wir gehen jetzt einfach hier runter, dem. In die Schlucht. Ah, ich weiß, wo noch so ein Ding ist, ey. Ja, 95, ne? Ja, wie gesagt, wir hier unten kommen. Weißt du, was ist denn hier für eine Elefantenparty, ey? Ey, ich glaube, wenn wir weiter gekillt hätten, wären wir auch bei 95%. 100%, Alter. Ja, das ist ja 100% bei 95%, weißt du? Wir haben auch ein bisschen Time gewastet. Das kannst du noch nicht zählen. Ah, fuck.
Da ist irgendwie so. Oh ne, das ist mal nö. Guck mal. Ah ne, das können wir auch nicht klauen, weil das. Wo ist jetzt dieses Random Green, hä? Was meint er damit? Ist hier irgendwo. Ach, oh, Alter, das ist da voll oben doof auf der Stufe. Warte. Alter, wo ist denn der ganze Kack hier überall? Ich seh es, Alter, ich seh das Ding. Junge, wie soll man da hinkommen? Junge, wie soll man da hinkommen? Ja, Glider, leck mich am Arsch. Hier ist alles aus Glider bestehend, glaube ich. Ja, komm einfach zu mir, dann. Hier hinten sind noch zwei andere Sachen, die können wir so auf jeden Fall holen. Ja, maut mich einfach ab, du Schlampe. Oh nein, soll ich dir helfen? Ja, das krieg ich selber hin. Ich zerberste den aber mit meinen CDs. Tschüss. Ist ja dein männlicher Parler, ne? Oh. Na, diesmal nicht weiblich. Nee. Diesmal muss die Waffe größer sein. Warte, lass uns. Nee, wir holen erst das und dann holen wir uns das Random Green da unten. Ich glaube, die Folge ist eigentlich nur relativ amüsant, weil wir einfach nur ganze Scheiße machen. Boah, ich dachte, ich fliege im Wasserfall runter. Boah, das wäre echt. Alter, hier sieht das. Dieser Ort hier sieht ja 1:1 genauso aus wie damals. Hala, ne? Hä? Oder was meinst du? Tela, hier, die Stadt da. Das ist, glaube ich, eine Ali-Stadt. Oh, genau, ey. Geh weg. Boah, das kann man wenigstens looten. Boah. Ja, da kann man was klauen, deswegen wollte ich hier hin. Oh nein, nicht runterfallen. Boah, Jesus. Nee, das ist nicht hier drin. Toll. Ja, das ist oben. Hier oben auf dem Berg. Ach. So ein Ring. Ring um die Eier. Ja. Alter. Hui. Ja, netzt mich auch ein. Verpisst euch. Alter, netzt mich. Warte mal, ich kann noch ganz halten. Hast du nicht Freedom als Baler? Hab ich auch. Aber ich hab auch dieses Ding. Ich glaube, das hilft gar nicht gegen die. Alter, wie viel Damage machen die? Alter, wollt ihr mich verarschen? Komme! Ja, warte mal. Hast du das Ding jetzt eingesammelt? Ja, ne? Ja. Kann man von hier aus da drauf? Ja, geradeaus einfach. Und dann musst du aber jetzt einmal außen rum. Also von der anderen Seite musst du vom Berg hoch. Von der Seite kommst du nicht hoch. Ja, das ist total doof. So, dann haben wir hier nämlich noch. Guck mal. Frostwurz. Ja. Wurz the Frost. The Frosting fucking Furz, weißt du? Whee! Toll. Oh, ernsthaft? Was? Nö, das hole ich mir jetzt nicht. Wo ist das? Ja, hier oben auf dem Berg und ich bin aber daneben gesprungen. Okay, warte. Kriege ich das noch hin, oder? Das ist mal Bubble angemacht, ey, sonst gehe ich ja verrecken. Ich glaub schon. Oh, puh. Wie viel Prozent hast du? 99. Oh, wir kommen dem Ziel so langsam näher, Daniel. Kann jetzt darf ich hier aber auch schwimmen, ey. Kill einfach alles, was du siehst, ey. Und auch entkommen, würde mich trollen. Nur weil ihr nicht schwimmen könnt, also nicht schwimmen können, sondern bla bla bla. Johnson. Ja. Go, mehr Mobs. Ja, komm mal ran. Ja, ich krieg ja noch die XP. Meine Güte. So, wo gibt's hier mehr Mobs? Komm mal mit. Hier sind 3 Mobs nebeneinander. 4, 5, da. Komm einfach. Hier, komm da. Oh, hier, ja. Dem hoch und nochmal so Sperrfeuer jetzt einmal. Dann nimmst du doch alle hier mit. Ja, hoffe ich mal. Biu. Und gute Night. Ah, knapp 1000 XP. 5 Mobs oder was? Oder? Aber nur. Komm, oh mein Gott! Das fucking shit is. Full auf Shittiness. Oh, ja, uns rein. Homes für das ist. So, Leute. Rechnung kommt per Post, ne? No, alles klar. Gold. Alles klar. O-Level natürlich, ne? No. So, meine lieben Freunde, wir machen erstmal hier an dieser Stelle Schluss. Wir haben Level 100 erreicht. Das ist erstmal das primäre Ziel gewesen. So, und jetzt muss ich mir mal ausdenken, was als nächstes kommt. Und bis dahin, haut rein. Yo, ciao.